Herzlich willkommen bei Nuviso Studio Talk. Das Jahr 2015 liegt zurück und hat eigentlich den Aufgeweckten gezeigt, dass die Zeit des Aufklärens eigentlich langsam vorbei ist und wir in die Tat kommen müssen. Zeit für Lösungen. Dazu habe ich mir heute den Buchautor und Journalisten Wolfgang Eckert eingeladen. Du hast so eine Lösung, du arbeitest schon seit knapp einem Jahrzehnt, zumindest seit ich dich kenne, das ist ungefähr so lange, an dieser Idee. Und jetzt sagst du, jetzt wird es Zeit, die in die Tat umzusetzen. Beschreib doch mal, was hast du vor? Also seit einem Jahrzehnt arbeite ich eher an politischen oder historischen Fragen. Ich habe immer wieder versucht, wie viele, viele andere, durch Aufklärung was zu bewegen. Und ich habe irgendwann für mich bemerkt, dass es nicht möglich ist. Also die Leute kaufen dir das Buch ab, lesen es, sagen, hey, geil, und kaufen dann den nächsten Roman von irgendjemand anderem. Ja? Und das zeigt, dass es nicht nachhaltig ist. Die Leute sagen sich, jemand bekümmert sich um ein Thema, hilft, da gibt es auch Politiker, die vielleicht unter Umständen hilfreich sein könnten oder Journalisten. Und dann wird halt eben die Verantwortung delegiert. Das heißt, die Masse sitzt und wartet zu und es passiert nichts. Und irgendwann habe ich mir gesagt, wir müssen gucken, dass wir halt eben praktisch werden, dass wir mit all den Vorstellungen und Träumen und Wünschen und was eine bessere Welt ausmacht, an den Start gehen. Und ich denke, das ist möglich. Und ich habe dann vor einigen Jahren angefangen, darüber nachzudenken, wie kann denn so eine bessere Gesellschaft aussehen? Was sind da für Vorstellungen da aus den verschiedenen Truther-Gruppen? Und was kann man davon tatsächlich an den Start bringen? Und das ist jetzt 3, 4 Jahre her. Und ich habe immer wieder Notizen gemacht und habe mich dann irgendwann wirklich gehend rein verbissen und habe gesagt, das müssen wir machen. Man sollte tatsächlich schauen, dass man seine eigene Community aufstellt und dem Staat sagt, auf Wiedersehen, das war's. Wir machen jetzt unser Ding und wenn ihr eures macht und dabei halt eben zugrunde geht und irgendwas, was ich Bürgerkrieg habt oder Währungsreform, dann sollt ihr auch drunter leiden, weil ihr habt es verdient, ihr habt es gewünscht, ihr wollt es. Wir nicht. Wir also möchten davon frei bleiben. Eine Kommune. Ja, eine Kommune ist so ein kleinerer Bestandteil. Man stellt sich da die Kommune Nummer 1 zum Beispiel vor in München. Das ist zu wenig. Also du musst schon schauen, dass du mit deiner Idee autark bist. Also dass du da auch all das hast, was du brauchst. Ich hatte ein Telefonat gehabt mit einem Professor, Professor Bocker, der dürfte bekannt sein. Ein sehr, sehr cooler Typ. Den hatte ich irgendwann mal angerufen. Da wollte ich irgendwas wissen. Und da habe ich ihn angerufen und dann hat er ziemlich gehetzt am Telefon gesagt, ja, und ich habe gemerkt, irgendwie hat er Druck gehabt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los, Professor? Und hat er, gleich du halt eben, ja, wie gesagt, ein cooler Typ, hat gesagt, ich kann jetzt nicht, ich bin jetzt gerade im Auto und ich muss erst mal rausfahren, dann können wir uns gleich weiter unterhalten. Dann haben wir das gemacht und dann hat er gesagt, ich bin gerade auf dem Weg nach Schweden oder irgendwie Skandinavien, ich mache mich jetzt autark. Und das war natürlich für mich ein Thema. Ja. Ich dachte, wow, also jetzt bekomme ich nicht nur den Input, den ich suchte, halt eben, es war eine ökonomische Frage, sondern ich kann halt eben mit ihm auch über was anderes sprechen, was mich wirklich interessiert gerade in dem Moment. Und da hat er gesagt, er baut sich da oben ein Haus, hat das schon anbezahlt, die ganze Geschichte, ist alles geregelt. Und dann ist er autark, weil er hat halt eben seinen Gemüsegarten und sonst was in der Richtung. Und dann habe ich gefragt, ja, was machen Sie, wenn Sie zum Arzt müssen oder wenn Sie Kleidung brauchen oder wo schicken Sie Ihre Kinder zur Schule? Und da war er nicht so unmittelbar darauf vorbereitet. Denn in dem Moment, wenn wir tatsächlich eine schlechtere Lage bekommen, dann muss ich wirklich autark sein, dann muss ich wirklich unabhängig sein. Dann kann ich nicht halt einfach 100 Kilometer in die nächste größere Ortschaft fahren, um etwas zu besorgen. Und unter Umständen gibt es das gar nicht mehr. Also mein Prinzip, mein Denken ist darauf begründet, dass man tatsächlich etwas hat, wie im alten deutschen Dorf, das früher gewesen ist, wo du alles hast. Wo du aus deinem Haus mehr oder weniger rausfällst und hast halt eben 3, 4, 5 Straßen und hast alles, was du brauchst. Und das ist für mich halt eben auch aus dem ästhetischen oder aus dem lebensglücklichen Hintergrund etwas, was mir fehlt. Weil ich komme aus dem Münchner Norden, da haben wir in meiner Straße 5 Supermärkte, 5 Supermärkte in einer Straße. Und die gesamte Infrastruktur ist im Arsch, ist kaputt. Es gibt einen Zigarettenladen und einen Alkladen. Das war's. Und das ist traurig. Und das hast du in vielen Dörfern auch. Gut, also
Deine Idee besteht im Ansatz darin, eine autarke Kommune, die sich dann sozusagen franchise-mäßig noch verbreitet, innerhalb Deutschlands. Egal wo, das ist völlig egal wo. Also dieses Prinzip ist im Grunde eigentlich für sämtliche Regionen, Kulturen und Länder angedacht. Also es ist zum Teil auch dafür angedacht, dass sich die Kulturen auch retten. Das ist jetzt momentan ein aktuelles Thema, wo wir halt eben die Migration in nie gekanntem Ausmaß erleben. Die Migration, wie sie stattfindet, ist, wenn man sich da investigativ mit beschäftigt, mit Sicherheit auch mit politischen Planungen verbunden. Das heißt, bestimmte Leute wollen dieses alte faschistische Ein Volk, ein Reich, ein Führer umsetzen. Das heißt also ein Großreich, Europa, ein Führer, das ist halt eben dann in Brüssel. Das ist unabhängig von den Regionen, die nicht mehr mitzubestimmen haben, unabhängig von den Ländern. Und ein Volk. Und ein Volk ist schwieriger zu machen, weil wir haben halt in Europa viele Völker, ganz viele Völker. Und die werden jetzt platt gemacht, absichtlich. Und das ist für mich halt eben ein Anliegen, die Völker halt eben wie in den gallischen Dörfern, halt, mit Asterix, im Überleben zu halten, in der Eigenverantwortung, in der Selbstbestimmung. Gut, also ein gallisches Dorf auf europäischem Boden. Dafür hast du einen Plan entwickelt. Dann machen wir es doch mal konkret. Du hast die Fragen ja schon selber aufgewachsen. Aufgeworfen jetzt. Fangen wir doch gleich mal damit an. Ja, wo sollen denn in deinem Dorf, so nenne ich es jetzt mal, die Kinder zur Schule gehen? Wird es da Schulen geben, Krankenhäuser Muss geben, es, eine ja. eigene Nein, 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 keine Polizeistation? Krankenhäuser, das ist zu viel. Du brauchst eine eigene Schule, das ist richtig. Und das ist absolut machbar, weil wir haben inzwischen sogar schon die Möglichkeit, Hauserziehung zu machen. Und wenn Nena, die nun wirklich ausgeflippt ist, sich in Hamburg eine eigene Schule aufbauen darf, ich weiß nicht, Schule des Glücks oder wie das heißt, keine Ahnung, dann kannst du das auch in so einem Dorf machen. Und wenn du siehst halt eben, was in der Pädagogik schiefläuft, dann hast du da auch Möglichkeiten, nicht nur Handlungsbedarf, sondern auch jede Menge Möglichkeiten, die man umsetzen kann. Du musst alles haben in diesem Dorf, alles. Vom Schuhmacher zum Beispiel, über den Bäcker, alles muss da sein. Nur hat auch all das halt eben seine Vorteile. Wenn ich in München, das ist eine gute Stadt, da komme ich her, zum Bäcker gehe, dann kann ich zu 100 Bäckern gehen und die Brötchen schmecken überall gleich. Und zwar scheiße. Ich kenne das von der Zeit, als ich klein war, da haben die Brötchen anders geschmeckt. Da haben die Bäcker nämlich ihre Brötchen auch selber gemacht. Das ist der Unterschied. Heutzutage lassen sie die aus Polen importieren, respektive nur den Teig und backen das Ganze auf. Das schmeckst du raus. Das ist kein Lebensgenuss. Und ich denke mal, wenn die ganzen Sachen selbst gemacht werden, dann kommt man wieder zu einem höheren Lebenswert. Wie willst du jetzt an den Schuster, den Bäcker, den Lehrer und so weiter rankommen, die du ja alle benötigst? Durch diese Sendung, dass halt eben die Leute Aha. sagen, ich meine, jetzt gucken ja Millionen die Sendung und die sagen dann, okay, es ist mein Ding eigentlich. Ich fühle mich in dieser Gesellschaft halt eben erstmal unsicher für die Zukunft. Ich fühle mich nicht wohl zum Beispiel auch. Hätte ich zum Beispiel eine Geschichte anzubieten, wie ich das umsetzen würde in dieser Community. Ein Ding, was mich stört, ist, dass ein Anwalt beispielsweise oder bestimmte Berufsstände wesentlich mehr Geld bekommen als andere. Und zwar wirklich wesentlich mehr. Und das ist ungerecht, weil die Leute ja auch Arbeit machen. Die arbeiten eine Stunde. Der Anwalt arbeitet eine Stunde. Und der Klempner arbeitet auch eine Stunde. Das ist ein riesengroßer Einkommensunterschied. Jetzt die Geschichte. Ich war mal bei einem befreundeten Arzt, einem Zahnarzt, und zwar in der Schweiz war das damals gewesen. Und der hatte mich da bedübelt gehabt, der hatte mir da, was ich, den ganzen Mund verschraubt. Das war richtig eine heftige Nummer. Und ich gucke irgendwie nach oben, es war ein befreundeter Typ, ja, ich kannte ihn. Und ich guck nach oben und sehe sein Gesicht mehr oder weniger als Fratze vor mir, ja, also richtig angewidert, ja. Und ich dachte mir, ich bin doch gut gestylt heute. Und ich sage, was ist denn los? Sagt er, was? Und sag ich, was ist denn los? Warum guckst du denn so? Und sagt er, guck dich doch mal selber in den Mund rein jetzt. Dann würdest du genauso gucken wie ich. Sieht nicht gut aus. Ich sag, das hast du da ungefähr 10-mal am Tag. Sagt er, ja, habe ich. Und ich fühle mich nicht gut dabei. Ich sag, ja, warum machst du den Job dann? Und sagt er, weil ich mehr verdiene. Vielleicht ein bisschen mehr und erheblich mehr als du verdiene. Weil ich einen fetten Schlitten unterm Arsch habe, wenn ich halt eben aus meinem Job rauskomme. Dann habe ich gesagt, ja, aber was ich nicht ganz verstehe, ist, du sitzt mit deinem Schlitten dann halt eben auch im Stau anschließend, ja, also genau wie jeder andere. Und das mit dem Geld kapiere ich auch nicht, weil du kommst ja relativ spät nach Hause. Du musst ja erstmal natürlich den Stau nach Hause finden, dann bist du um 6 Uhr zu Hause, bist platt, setzt dich vor den Fernseher. So, das heißt, du gibst das Geld nicht am Montag, nicht am Dienstag, nicht am Mittwoch, nicht am Donnerstag, nicht am Freitag aus. Am Sonntag kannst du es sowieso nicht ausgeben. Das heißt, du arbeitest Montag bis Freitag,
damit du am Samstag das Geld burnen kannst. Was ist denn das für ein System? Das heißt, du machst einen Job für 5 Tage, der dir keinen Spaß macht. 5 Tage keinen Spaß, für einen Tag dicker Max. Und das ist krank. Und deswegen würde ich in meinem System halt eben, in meiner Community, die Leute für pro Stunde gleich bezahlen. Das heißt also, wer mehr verdienen möchte, muss mehr oder besser arbeiten. Punkt. Also das heißt, Anwälte, Ärzte und Zahnärzte wird es da gar nicht geben. Anwälte brauchst du gleich gar nicht. Natürlich Ärzte brauchst du, das ist richtig. Ärzte brauchst du. Du brauchst einen Arzt, du brauchst einen Zahnarzt, du brauchst einen normalen Arzt. Die gehören zum Portfolio, das ist sicher. Aber da gibt es halt eben auch, wie soll ich sagen, idealistische Typen, die sowas machen würden. Der Punkt ist, dass wir uns im Grunde in unserem System zum Anti-Idealismus erziehen. Weil viele Leute einen Berufsstand nur wählen, weil sie da, wie soll ich sagen, einen Titel bekommen oder mehr Geld bekommen, höheres Ansehen haben, den ganzen Mist, ja, den keiner Arsch braucht. Wo du dich mal kurz gut fühlen kannst, wenn du deine Visitenkarte rüberreichst. Ich habe viele Leute gesprochen, ich habe gefragt, warum hast du diesen Job gemacht oder warum studierst du jetzt gerade jetzt Jura zum Beispiel? Ja? Und die sagen, ja, meine Eltern haben es mir gesagt und das ist ein sicherer Job. Und ich sage, sicher ist nicht sexy. Mein Leben soll sexy sein, es soll Spaß machen. Es geht darum, dass ich die, was ich, 8 Stunden oder 7 Stunden, wo ich im Job bin, Spaß habe. Darum geht es, um nichts anderes. Also die Idee verbindet quasi nicht nur die Sicherheit durch die Autarkie, sondern soll am Ende auch noch Spaß machen. Richtig. In der Form, dass eben jeder nicht mehr nur die ganze Zeit arbeitet und dass es eben nicht nur ums Geld geht. Da wäre gleich die nächste Frage, wie wird das mit dem Geld in der Kommune geregelt? Gibt es eine eigene Währung? Auch das ist wichtig und das ist einer der Punkte, warum halt eben viele Utopien, in Anführungszeichen, nie geklappt haben. Gerade in Amerika hast du eine Unmenge an Versuchen, eigene Kleinstgesellschaften aufzustellen. Die Amerikaner sind da sehr, sehr mutig. Und auch sehr, sehr doof, weil der Punkt ist, dass die meisten Communities so rangegangen sind, dass sie die Währung des Landes, des Umfeldes behalten haben. Das heißt, es kamen dann Leute hin, die gesagt haben, ich finde das jetzt ganz, ganz toll und ich kann mich hier erleben und alles Mögliche, ja, und ich möchte das wirklich umsetzen, ich möchte euch dabei helfen, aber sie wurden in Dollar bezahlt. Und irgendwann kommt der Schweinehund den Menschen zutage und die sagen sich dann, okay, ich habe jetzt meine Dollars. Warum soll ich jetzt hier innerhalb der Community mit den Dollars bezahlen, wo es erheblich teurer ist, weil der Aufwand ja auch teurer ist, du arbeitest mit einfacheren Mitteln. Wenn da jemand im, weiß ich, Steinofen Brot backt, ist es mit Sicherheit erheblich teurer als halt eben das Brot aus dem Supermarkt nebenan. So, und dann gehen die ersten Leute rüber halt eben heimlich und kaufen das Brot im Supermarkt. Und so ruinierst du deine eigene Community. Das heißt, du brauchst deine eigene Währung, damit das, was in deiner Community hergestellt wird, auch konsumiert wird. Und das ist ein System, was ich nie überrissen habe mit den ganzen Alternativwährungen. Du hast Alternativwährungen zuhauf in Deutschland, nur sie sind nicht auf einen Ort beschränkt. Und das ist gerade das Wichtige. Wenn du nur einen Ort hast für eine Alternativwährung, dann funktioniert das ganze System auch. Aber wenn du jetzt den Chiemgau oder sonst was hast, wo du die Schuhe halt eben, was ich in Rosenheim kaufst und die Zähne halt eben in Garmisch-Partenkirchen machen kannst, dann ist das Nonsens, das macht keiner. Wer fährt denn 100 Kilometer, um sich Schuhe zu kaufen? Niemand macht das. Ja, gut, nehmen wir jetzt mal an, von den 1 Million Zuschauern dieser Sendung haben sich dann ein paar gefunden, die bereit sind, in deinem Dorf mitzumachen. Was ist der erste Schritt? Wo geht's los? Was ist eigentlich die kritische Masse? Wie viele Leute benötigst du sozusagen, um den Grundstein zu legen? Und gibt es schon Lokalitäten, die da dir besonders am Herzen liegen? Du brauchst, habe ich ausgerechnet, ungefähr 50 Leute, 50 Haushalte. Das heißt also, es muss so aussehen, dass du 50 Häuser hast, in denen überall auch ein Betrieb ist. Auch das macht Reichtum aus, wenn du durch eine Ortschaft gehst und hast in jedem Haus einen Betrieb. Wo es ist, hängt dann letztendlich von den Leuten selbst ab. Das heißt, wenn sich jetzt halt eben vermutlich 500 Leute melden werden und sagen, das ist genau mein Ding, da würde ich gerne ein bisschen mehr drüber wissen und sich bei mir melden, dann wird man irgendwann bei einer festen Masse von diesen 50 bleiben. Dann entscheiden diese Leute letztendlich, wo gehen wir hin, wo können wir hingehen, wo haben wir Präferenzen. Das ist ein Mehrheitsentscheid. Da würde ich keinesfalls darauf Einfluss nehmen können. Es gibt Möglichkeiten, das weiß ich, in der Schweiz, und zwar, wo die Schweiz gerade wunderschön ist, im Tessin, das ist im Süden. Da gibt es Bergdörfer, wie bei Heidi, ja, wo die ganzen Leute abgewandert sind. Also diese Landflucht.
die es bei uns genauso gibt, was völlig verrückt ist. Das heißt, die Jugendlichen gehen irgendwo in die Stadt, weil die Disse da unten besser ist. Und irgendwann bleiben die Alten nicht mehr oben, weil sie sich nicht mehr selbst versorgen können und gehen hinterher. Und das sind blühende Landschaften, die müsste man eigentlich nur wieder nehmen. Angeblich gab es sowas auch in Mecklenburg, aber da bin ich hingefahren, das ist nicht mehr da. Da gab es einige Ortschaften, die relativ leer gesiedelt waren, aber dann kam der Pole hinterher und hat gesagt, da ist ja was frei und wir sind ja in Europa. Da ist die Möglichkeit halt eben der freien Reise und da gibt es das nicht. Man hat die andere Möglichkeit, dass man ein völlig neues System aufbaut, also ein völlig neues Dorf aufbaut. Das ist auch möglich. Und zwar zu sehr, sehr, sehr günstigen Preisen. Gut, jetzt kann sich so ein autarkes Dorf ja gegen, zumindest wenn es funktioniert, einigermaßen gegen die Wirtschaft behaupten, dass die Menschen da in der Kommune abgefangen werden, wenn eben alles andere zusammenbricht. Wie sieht es im Kriegsfall aus? Also das Erste nochmal aufgegriffen, in dem Moment, wenn die Wirtschaft bei uns crasht und das sind führende, nicht nur Auguren, sondern wirklich auch Wirtschaftswissenschaftler und Finanzwissenschaftler, die sagen, es wird passieren, es muss passieren, die Halbwertszeit ist längst überschritten, wir sind jetzt unmittelbar vom Crash, dann wirst du das bei uns nicht merken. Also während dann hier in der normalen Welt halt kein Geld mehr aus dem Bankomaten rauskommt und die Regale sich leeren, ist das in einem autarken System, also was auch finanzautark ist, nicht der Fall. Das heißt, dort blüht es weiter. In einem Bürgerkrieg oder in einem echten Krieg, das sind zwei unterschiedliche Sachen. In einem Bürgerkrieg ist die Frage, wie weit bist du remote, wie weit bist du weg von den Zentren. Ich glaube, im Bürgerkrieg-Fall würde das die Zentren halt eben vor allen Dingen heimsuchen, die großen Städte. Wenn du ein bisschen draußen bist, im Dorf ist ja immer draußen, bekommst du davon nicht mehr viel mit. Im großen Kriegsfall, gut, das willst du machen. Die Frage ist, wie groß der Krieg dann wird. Wenn er wirklich groß wird, dann ist es, bist du dann natürlich selber mit dran. Nur sagen jetzt die 50 Leute beispielsweise, wir wollen gerne nach Südafrika oder wir wollen gerne nach Argentinien, nach Chile oder sonst wohin. Dann bist du natürlich super sicher. Weil der Krieg, der kommende Krieg, der irgendwann mal kommen wird, allein schon aufgrund der Reibungsflächen, die Israel bietet, oder amerikanische Interessen, der wird sich in der Nordhalbkugel entwickeln, nicht im Süden. Da unten hast du deine Ruhe. Und Frau Merkel hat nicht umsonst halt eben ihre Hacienda in Südamerika. Und das ist sie nicht alleine. Das sind die führenden Leute unserer Eliten, die sich dort unten alle angesiedelt haben. Gut, was präferierst du, um deine Idee zu starten? Trotzdem erstmal auf europäischen oder gar deutschen Boden oder gleich Richtung Süden? Das Ideale wäre natürlich jetzt, wenn sich viele Leute melden würden und es würden sich verschiedene Präferenzen bieten. Dass einige sagen, okay, wir möchten gerne in Deutschland bleiben. Andere Franzosen oder halt eben im französischen Randbezirk, die wollen das da machen. Und andere, die wollen es meinetwegen in Südafrika oder in sonst wo machen, ja, in der südlichen Hemisphäre. Dann würde ich diese Sachen betreuen. Ich bin letztendlich nur jemand, der ein Betreuer ist. Also ich habe ein Prinzip, ich habe ein Paket, was anwendbar ist. Ich habe mich zu lange damit beschäftigt, als dass ich dann nicht gut wäre und kann das an den Start bringen. Mehr ist meine Aufgabe dann nicht. Wie sieht es denn aus mit den Leuten, mit denen du das gerne machen würdest? Darf da jeder mitmachen? Da kommen wir zu Grundfragen, zum Beispiel, wie sieht es mit der Religionsfreiheit aus? Ja, Religionsfreiheit ist mit Sicherheit gegeben, nur der Punkt ist, da ich halt eben, wie soll ich sagen, auch einen kulturellen Begriff für wichtig halte, würde ich am liebsten halt eben dann, türkische Dörfer, deutsche Dörfer, französische Dörfer, verstehst du, was ich meine? Dass die Leute unter sich bleiben und ihre Kultur wieder neu schöpfen. Weil wir durch unser System, was wir bekommen haben, die nicht börsianischen Werte weggeschmissen haben. Also was sich nicht verzinst, in der Börse wird nicht mehr anerkannt. Und dadurch ist unheimlich viel flöten gegangen. Und das möchte ich halt eben nicht nur für die Deutschen, sondern halt eben auch für andere Völker entwickeln. Wenn wir jetzt im Grunde alle sagen, come together, just for happiness, dann geht das wieder in eine Beliebigkeit. Das wäre nicht mein Ding. Wo ich auch Schwierigkeiten mit hätte, das ist wieder ein ganz großes Thema, warum viele Utopien scheitern, Praktika bekommen. Und das ist natürlich jetzt hier ein Gespräch, was wir führen in Leipzig, wo du viele Praktiker findest. Gerade in Mitteldeutschland findest du unheimlich viele praktische Menschen.
Weil hier hatte jeder ja irgendwie einen Beruf auszuüben und zu lernen. Die Leute sind noch mit den Händen arbeitsfähig, was im Westen gar nicht mehr so richtig der Fall ist. Und was noch dazu kommt, was das Ganze noch schlimmer macht, die Leute, die als erstes auf so eine Utopie anspringen, das sind die Esoteriker. Das heißt, das sind die Leute, die sagen, spürst du meine Schwingungen? Und das ist für mich ein Problem, wenn ich dann morgens zum Bäcker gehe und der gerade seine Schwingungen nicht spürt und deswegen keine Brötchen am Start sind. Dann habe ich ganz schlechte Schwingungen. Und das kann nicht sein. Also es ist schon ein, wie soll ich sagen, in diesem Fall konservativer Zugang zu der ganzen Sache. Das System soll wirken. Und da geht es nicht darum, dass man sich jetzt nun mal in erster Instanz erlebt, sondern dass man dann auch für die Gemeinschaft da ist. Und für sich natürlich auch, man verdient ja daran Geld, ist ja gar keine Frage. Aber es geht jetzt nicht darum, wie soll ich sagen, ein versponnenes Projekt an den Start zu bringen. Das wäre schlecht. Sprechen wir mal über Organisation und Struktur. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Eine Kommune kann ja sektenartig aufgebaut sein, dann wäre es quasi der Wolfgang-Eckert-Staat und sein Hofstaat. Oder ich meine, das Problem taucht ja immer wieder auf. Ja? Da, wo viele Leute einfach eine gemeinsame Sache machen, gibt es Streitereien an der Spitze. Wie willst du das von vornherein ausschließen, dass das nicht genau in dieselbe Richtung wie alles andere auch läuft? Ich würde gar keine Spitze aufstellen. Ich denke mal, das ist ein gemeinsames Interesse ist da und man hat zu prüfen, ob Härten auftreten innerhalb des Prozesses, in dem man das Ganze aufbaut. Und wenn die Härten auftreten, dann entstehen Bedürfnisse und die muss man dann erfüllen. Und dann würde ich das so handhaben, wie es die Schweiz halt teilweise noch in einigen Kantonen hat, dass jemand eine Eingabe machen kann und sagt, ich finde, dass hier was nicht klappt, lasst uns darüber abstimmen, ob wir das nicht unter Umständen anders anfassen. Das würde ich jetzt aber nicht in riesengroßen Stuhlkreisen machen, halt eben wie beim Psychologen. Diese Reedereien, halt eben Kommune Nummer 1 ist das Letzte, weil das hält das ganze Projekt auf. Wenn jemand etwas möchte, soll er es aussprechen und sagen, okay, hier ist mein Vorschlag und die anderen stimmen darüber ab, Ende, Punkt. Also es sollte, wie gesagt, kein Stuhlkreis sein, aber auch keine Führerdiktatur. Und das ist auch wieder das Problem von vielen Communities, also Utopias, dass sich da jemand als charismatische Figur hingestellt hat, die völlig überflüssig ist. Es geht nicht um die charismatische Figur, sondern es geht um die charismatische Idee. Und dass das Ganze funktioniert und dass es mich glücklich macht und sichert. Das ist die Hauptsache. Gut, wo können sich denn Interessenten deiner Idee nähergehend darüber informieren? Gibt es da schon eine Projektwebseite? Hast du das schon in Buchform niedergeschrieben? Oder wo kann ich jetzt mehr darüber erfahren? Also das wird in den nächsten Wochen an den Start kommen im Internet, weil ich habe da eine riesengroße, ein Konglomerat an Vorschlägen und Handlungsweisen, halt eben, die man aufgreifen kann, zusammengebaut auf 10, 12 Punkte, die man leicht lesen kann, die demnächst im Internet an den Start kommen. Man kann aber auch direkt mit mir halt eben vorher kommunizieren über Internet und zwar über Mailadresse beimpropheten@hotmail.com, Propheten mit PH, beimpropheten@hotmail.com. Dann kann man im Grunde schon vorher, was auch sinnfällig wäre, wenn jemand sagt, okay, komm jetzt sofort, bevor ich halt eben jetzt noch Wochen warte. Was hast du denn vor? Man kann mit mir reden, das ist kein Problem. Wenn sich dann tatsächlich 500 Leute melden, den antwortest du auch ein? Ja, natürlich. Ich bin ja selber daran interessiert. Gut, wie weit ist das Projekt? Ist es bis jetzt wirklich nur eine Idee oder gibt es schon Mitinteressenten? Gibt es schon Organisationsstrukturen, die sich da ja zumindest am Anfang erstmal in der Planungsphase sozusagen ja entwickeln müssen? Irgendjemand muss es ja an der Hand nehmen und der steht ja in dem Moment auch erstmal an der Spitze. In dem Moment wärst das ja auch irgendwo du. Du würdest dann quasi, wenn das steht, auch ganz freiwillig in den Hintergrund treten und sagen, das ist zwar mein Baby, ich habe es aufgebaut, jetzt ziehe ich mich daraus zurück und lass die mal machen. Weil selbst, ich sag mal, wenn du das so umsetzen würdest, ja, kann man sich ja trotzdem sicher sein, dass sich innerhalb der Kommune trotzdem andere Charaktere auftun, weil wir sind nun mal alle Mensch und es steckt ja in uns drin. Ja, also man müsste ja schon das Ego abschalten, damit sowas wirklich dauerhaft funktioniert, oder nicht? Daran sollte man arbeiten. Das denke ich mir schon, ja. Also das ist jetzt nur
Die Gefahr ist wahrscheinlich am höchsten, wenn das Ego vorhanden ist, gerade bei dem Typen, der es halt in den Start bringt, der halt eben die Idee an den Start bringt. Das ist gefährlich. Ich habe insofern keins, als dass ich die Sache nur als Möglichkeit für andere sehe, für Kultur, für Ideologie oder Theorie endlich mal an den Start bringen, weil ich die Schnauze davon voll habe, dass so viele Leute über etwas reden und sagen, man könnte, man sollte und es kommt nichts zustande. Und hier könnte man es zeigen. Man könnte den Leuten zeigen, wir können es besser, was ich für wichtig halte. Dass meine Mutter zum Beispiel, die mir nicht zutraut, weil sie hat mich gesehen, als ich in die Windeln geschissen habe. Und die traut mir das nicht zu. Und wenn sie dann halt, und sie ist auch sehr konservativ, sie liest die Bildzeitung zum Beispiel. Wenn sie zu mir kommen würde, oder zu mir in Anführungszeichen, in das Dorf halt kommen würde und würde sagen, ich bleib mal 2 Tage länger, dann weiß ich schon, aha, es hat das in Resonanz geschaltet. Und wenn sie dann halt eben sagt, warum lachen die Leute eigentlich und warum geht es ihnen gut, ja, dann sage ich, dann erlebe es halt einfach. Und dann geht sie zurück zu ihren Freundinnen und sagt, das war gut. Und dann ist es gut, das steckt an. Das ist wie ein Virus und das ist wichtig. Aber der Chef darf nicht da sein, das ist falsch. Und ich würde auch vermutlich, ich würde mich schon einbringen in einer Form. Also ich sehe das auch als meine Zukunft. Also ich möchte nicht mehr schreiben, ich habe keinen Bock mehr darauf, weil das bringt eh nichts. Leute lesen, wie gesagt, und vergessen wieder. Aber für mich wäre dann halt eben der Punkt erreicht, dass ich sagen würde, okay, ich mache meine Kneipe auf. Wenn nichts wird, wird. Also würde ich dann praktisch meine Kneipe haben und würde dann in dieses Leben eintreten und hätte mit Intellektualität nichts mehr zu tun. Wie sieht's aus mit Geld? Ihr braucht ja Land, ihr braucht ein Dorf, ihr braucht 50 Häuser. Das kriegt ihr ja nicht geschenkt. Nein, also das ist einerseits richtig, aber andererseits kannst du es sehr günstig bekommen. Also in dem Moment, wenn du jetzt zum Beispiel auf die Dörfer im Tessin halt eben schauen würdest, da ist die ganze Infrastruktur ja schon bautechnischerseits da. Und diese Häuser gehören ja irgendjemandem. Und die wissen genau, die können es an 10 Fingern abzählen, dass die Häuser irgendwann einstürzen, dass sie gar nichts mehr wert sind. Und wenn du jetzt hingehst und du jetzt sagst, Mensch, Eggert, die Idee ist geil, das wäre eigentlich auch eigentlich mein Ding, dann würde ich dir sagen, okay, hier, da ist die Community, da ist das Dorf in der Schweiz, also frag halt eben, wie teuer das Haus sein wird. Das wird nicht viel kosten. Und dann ist es dein Haus. Und dann geht es nur noch darum, dass du deinen Betrieb dort einrichtest. Und das ist auch nicht teuer. Das ist sehr überraschend übrigens für mich. Weil es gerade viele alte Instrumentarien gibt, was ich für einen Bäcker zum Beispiel, Öfen und sowas in der Richtung. Aber alte Sachen, die sehr, sehr günstig über eBay angeboten werden, also zum Beispiel über eBay. Wo du sagst, hä? Für den Preis, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Witz ist, dass wenn du so ein Gerät zu Hause stehen hast, dann schmecken erstens mal deine Brötchenmesser und zweitens, du kannst das Ding auch noch selber reparieren. Das ist bei den heutigen Sachen aber nicht mehr der Fall. Weil da hast du irgendwelche Platinen drin, die kannst du unmöglich reparieren, die musst du nachkaufen. Das ist nicht autark. So, gehen wir jetzt mal davon aus, deine Utopie wird in die Tat umgesetzt. Wir blicken ein paar Jahre voraus, das Dorf in Tessin steht, funktioniert wunderbar. Es ist nicht 100% autark, das halte ich auch für eine Utopie, aber so gut es eben geht. Nehmen wir an, dann bricht hier wirklich alles drumherum zusammen. Jetzt haben wir da 0,00000 irgendwie Prozent der Bevölkerung, die in deinem autarken Dorf wohnen und den Rest der Bevölkerung, die jetzt neidisch auf euch sind. Frage, wie schützt ihr euch jetzt vor dem, beziehungsweise ist in dem System vorgesehen, dass genau in diesem Fall eben euer System nicht überrannt wird, sondern aufgegriffen wird, um eben auch allen anderen dann irgendwie zu helfen? Also ist das darauf angelegt oder entsteht dann eher wieder eine neue Konfliktsituation zwischen denen, die in deinem Dorf leben und den Rest, die gerade wirtschaftlich verhungern? Also ich glaube, dass die Vorbildfunktion läuft über deine Mutter. Deine Mutter, die dann halt eben in dein Dorf reinkommt und sich das als völliger Mainstreamer anschaut und zurückkommt und sagt, das ist was. Und dann, wenn dann einige Mütter zusammengekommen sind, spätestens dann stehen die ersten Fernsehkameras bei dir im Dorf und gucken sich das an. Und dann hast du etwas gezeigt und dann wirkt es halt eben viral. Dann wirkt es bereichernd. Das zum einen. Das andere ist, ich glaube, dass diese Überrennungsgeschichte ausgeklammert werden kann dadurch, dass man sich tatsächlich in Randbezirke hineinbegibt. Also wirklich, Tessin ist
nur ein Beispiel unter vielen gewesen. Das sind Dorfregionen, da kommt keiner hin. Da kann sich unten in den Niederungen, in den Großstädten alles fetzen und prügeln. Von denen geht keiner hoch. Das machen die nicht. Das bekommen die auch mehr oder weniger kaum mit, dass da oben unter Umständen irgendwie eine autarke Siedlung ist. Das halten die für, abseits ihrer Vorstellungen. Das ist uninteressant. Ich würde wirklich aufs Land gehen, weit weg von allen anderen, damit man auch besser bei sich ankommen kann. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, ein Dorf hättest, was direkt neben einer Großstadt ist, dann ist auch die Versuchung viel zu groß, halt eben dann Lustbefriedigung wieder in der Stadt zu suchen. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Das Ziel soll sein, dass du bei dir im Moment am Ort ankommst. Und wenn du weit weg bist vom Schuss, dann versuchst du natürlich all das bei dir im Ort umzusetzen. Und das halte ich für wichtig. Es muss also zum Beispiel die beste Diskothek ever sein, die du dort betreibst. Wie gesagt, das ist dann meine Kneipe. Ich habe meine Vorstellung, das wird gut werden. Und dann hast du es da. Verstehst du, was ich meine? Und dann sagst du, wenn ich die beste Diskothek ever bei mir habe, verfickt, warum soll ich denn noch rausgehen aus dem Dorf? Es gibt keinen Grund dafür. Und wenn der beste Bäcker auch da ist, und er wird gut sein, weil er halt eben Steinofenbrot anbietet, dann prächtig. Gut, also dein Utopia, wenn das der Arbeitstitel ist, oder gibt es schon einen konkreteren Titel für dein Projekt? Nein, es ist einfach ein Dorf alten, also wie das Dorf vor 1000 Jahren oder vor 500 Jahren war, nur halt eben mit heutigen Mitteln. Also keinesfalls Steinzeit oder antiquiert, sondern all das, was heute möglich ist. Nur ich würde halt eben, Entschuldigung, ich würde halt eben nicht irgendwie Fernsehen und iPhone und sowas in der Richtung haben wollen. Also Technik schon ein bisschen auch wieder zurückgefahren. Definitiv, ja. Also ich meine, was soll das? Ich meine, du lernst eine neue Frau kennen, ja, und sitzt mit ihr irgendwie auf dem Sofa und ihr guckt den Fernseher. Was soll das? Es gibt keinen Sinn. Ich glaube, daran scheitern auch viele Beziehungen, dass die Leute nicht mehr auf sich selber schauen oder auf ihr Gegenüber schauen, sondern halt eben auf dem Fernseher. Was soll das? Das ist Nonsens. Bist du morgens mal irgendwie mit der U-Bahn gefahren, du siehst die Kinder halt eben, die Kids halt eben, wie sie in ein iPhone reingucken. Das Ding heißt auch noch iPhone, was für eine Frechheit ist das? Also das hat ja keine Augen. Das geht nicht. Macht einen kaputt. Ist das einer der Gründe, deine alltägliche Straßenbahnerfahrung, warum du jetzt überhaupt auf die Idee gekommen bist? Ich meine, die Idee an sich ist ja jetzt nicht neu. Du glaubst es jetzt sozusagen besser zu machen als alle anderen, die das bis jetzt, oder die meisten, die das bis jetzt versucht haben. Es gibt ja durchaus erfolgreiche Kommunen auch. Damanur zum Beispiel ist ja zum Beispiel... Nein, ich sehe keine... Wir hatten uns vor Jahren mal über Damanur unterhalten. Mhm. Da war das, glaube ich, eine der Inspirationen für dich, für deine Idee. Also die meisten oder 99,9% der Ideen, eine bessere Gesellschaft aufzubauen, sind an verschiedenen Punkten gescheitert. Und wo würdest du Führerschaft, erstens. Den Kern des Problems definieren? Führerschaft, es darf keine geben, also insofern. Dann aber auch halt eben nicht den Stuhlkreis, das ist das Gegenteil davon. Dann musst du schauen, dass... ich hätte doch einen Zettel hier mitgebracht. Da kann ich das nicht... Ich hatte das auf der Fahrt hierher, habe ich es mir noch aufgeschrieben gehabt. ESOs, nächstes Problem, ja. Ich will mich erleben und die Brötchen sind nicht am Start. Das ist Katastrophe. Dann brauchst du eine Autarkie. Die meisten Versuche, eine bessere, eine andere Gesellschaft darzustellen, sind super modern und haben nicht mehr die Infrastruktur des täglichen Bedarfs. Ja? Das sind dann Leute, die haben dann irgendwelche, Computergenerationsbüros. Ja? Das ist keine Society, das ist keine Gesellschaft, das ist ein Witz. Dann hast du als nächstes die Währung, die auch wichtig ist. Du musst eine eigene Währung haben, hat fast keine von den Communities. Dann darfst du, das ist auch super wichtig, nicht alles zusammen machen. Das ist auch wieder ein riesengroßer Fehler von allen, oder nicht von vielen, von den meisten Utopias. Dass die miteinander ins Bett gehen, dass die miteinander kochen, dass die miteinander in den Stuhlkreis gehen. Die machen alles miteinander. Das heißt, das individuelle Leben bleibt ja völlig außen vor. Das ist ja wie in Nordkorea. Wobei die nicht miteinander ins Bett gehen, dummerweise. Aber der Punkt ist, alles andere macht dich ja wahnsinnig irgendwann. Du hast keine Freiheit mehr, du brauchst Freiheit. Im Grunde ist das eigentlich ein relativ konservativer Zugang. Es ist eigentlich ein relativ konservativer Zugang, den ich habe. Und die Utopias fühlen sich natürlich hypermodern. Und wollen nicht konservativ sein.
Okay, also auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und würden dich dann, sobald irgendwo dann auch der Ort feststeht, gleich von Anfang an auch gerne mit der Kamera bei diesem Projekt begleiten und darüber berichten. Hast du schon eine annähernde Vorstellung, wann es losgehen kann, wenn die 50 Leute erreicht sind oder jetzt 2016? Also ich denke mir mal, wenn das flutscht halt eben, dann kann das super schnell an den Start gehen. Das kann super schnell sein. Zumal ich halt eben auch weiß, welche Leute du erreichst. Das sind zwar auch einige Esoteriker dabei mit Sicherheit, aber das sind Leute, die haben ein starkes Bewusstsein und Bedürfnis, Dinge zu verändern. Weißt du? Und das macht mich wahnsinnig. Zu sehen, wie viele gute Menschen es gibt, die zu etwas fähig wären, wenn sie nur praktizieren würden, verstehst du? Die diskutieren halt eben, was ich in Artikeln und in Lagerrunden endlos, ja, und können in unserem System, wie willst du denn unser System verändern? Das funktioniert nicht. Da diskutieren Leute tatsächlich über eine neue Partei. Was soll der Scheiß, ja? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Die AfD hat es wenigstens noch halt eben von den neuen Parteien ein Stück weit hochgeschafft, ja. Obwohl sie von allen Seiten bombardiert werden. Wenn jetzt neue Parteien jetzt kommen, die sich so ähnlich aufstellen, nur zum Beispiel jetzt mal die Rechte abzudecken, ja, dann zerbröckelt das die AfD und die landen dann wieder unter 5%. Es wird sich in unserem System, was komplett von den Lobbys beeinflusst und gesteuert wird, nichts ändern. Du kannst das System nicht im System retten. Du musst es halt eben entweder revolutionieren, das heißt, du machst einen Aufstand, und das ist äußerst gefährlich, oder du ziehst dich zurück und machst halt eben eine Sezession, keine Revolution, und baust dein eigenes System auf. Und es funktioniert. Und du hast, und das ist das Schöne dabei, alle Möglichkeiten. Nur noch eine Geschichte. Das war einer der Punkte, wie ich auf das Thema überhaupt gekommen bin. Ich hatte in der Nachbarschaft eine Gartenparty. Ja? Und die hat mich eingeladen gehabt. Und es ging richtig zur Sache. Ja? Es war richtig, der Alkohol floss in Strömen und Musik hatte gepasst. Die Mädels auch, die Jungs natürlich auch. So, und es ging zur Sache. Und irgendwann dann das Ganze überhand, ja. Das heißt, es wurde mehr oder weniger, es nahm römisch-orgiastische Züge an, ja. Und ich stand halt eben so da im Garten, guckte mir das Ganze an, wie die Klamotten flogen. Und natürlich typisch Intellektueller, mit einer gewissen Distanz halt eben, analysierte ich das Ganze, anstatt klugerweise reinzuspringen. Aber egal, klugerweise reinspringen, bitte rausschneiden hinterher. Und neben mir stand jemand, der guckte mich an und ich habe ihn gar nicht so richtig erst bemerkt gehabt und sagte, ist ein Ding, ne. Und dann sage ich, hä? Dann sagt er, ist ein Ding, was hier abläuft. Dann sage ich, ja, es ist, hallo? Ja, geht es? Dann sagt er, ja klar geht es. Es ist ja dein eigener Grund und Boden. Sage ich, wie? Dann sagt er, du kannst hier, was ich, den 1. Mai im Stil von Stalin feiern, du kannst einen Reichsparteitag abhalten, du kannst alles machen hier, was ich, römische Spiele. Das ist dein Ding, es ist dein Grund und Boden. Und die Leute, die reinkommen, die das unterschreiben, es ist in Ordnung. Und in dem Moment hat es ja Surr gemacht, ja. Und ich habe mir gedacht, das stimmt eigentlich. Warum versuchen wir ständig irgendwie was in diesem riesengroßen System, wo wir ein ganz, ganz, wir sind ja nicht mehr als ein Sandkorn auf einem Strand. Warum versuchen wir da in diesem riesengroßen System etwas zu ändern, wo wir es doch sowieso nicht können, wenn es doch so einfach ist? Wenn es bei mir zu Hause möglich ist, dass ich alles machen kann, alles. Jede Politik, jede Philosophie, jede Psychologie, alles ist möglich. Ich kann ein eigenes Wirtschaftsministerium ernennen und sagen, ab jetzt gibt es halt eben hier, andere wirtschaftliche Bestimmungen bei mir zu Hause, ja, weil ich das so will. Dann kannst du es auch in einer Kommune machen, die schon etwas größer ist. Und dann kannst du es auch in einem Dorf machen. Wenn du das Dorf jetzt zum Beispiel einen Ashram nennst und sagst halt eben, wir haben jetzt irgendwie einen spirituellen Hintergrund, dann geht es. Und in dem Moment hat es Bumm gemacht. Und ich habe gedacht, wow. Dann machen wir das. Ja, also wie gesagt, wir bleiben dran, wir werden darüber berichten. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg mit diesem Projekt und liebe Zuschauer, wenn Sie sich dazu berufen fühlen, bei Wolfgang Eggerts Dorfprojekt mitzumachen, melden Sie sich bitte beim propheten@hotmail.com und ja, sobald es da was Nennenswertes zu berichten gibt, dann werden Sie das bei uns hören. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.